Hallo Leute, ich bin Legendkiller und heiße Chat. Willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch mal ein paar Wege zeigen, wie ihr die Decoy-Granate auch benutzen könnt, oder zu Deutsch die Ködergranate, außer sie am Anfang einfach sinnlos irgendwo hinzuschmeißen. Kommen wir zum ersten Tipp, den kennen sicherlich viele von euch. Und zwar, wenn ihr die Bombe geplantet habt, könnt ihr die Decoy-Granate auf die Bombe werfen. Das würde ich euch vor allem in der ersten Runde empfehlen, da die Gegner dann wahrscheinlich noch keinen Kevlar und keinen Helm haben werden. Oder zumindest kein Kevlar mit Helm, ist ja auch unmöglich, das in der ersten Runde zu haben. Und wenn ihr halt mit zwei, drei Teammates die Decoy auf die Bombe wirft und der Gegner halt steht halt hier, ist halt wahrscheinlich geschwächt, hat irgendwie noch, keine Ahnung, 30 HP, versucht die zu defusen. Und wenn dann jetzt hier die Bombe hochgeht, die Decoy hochgeht, habt ihr gesehen, hat 10 Schaden gemacht. Die machen halt immer unterschiedlich Schaden. Die eine hat vorhin 11 Schaden gemacht, dann hatte ich eine, die hat auch nur 8 Schaden gemacht. Da die hat jetzt zum Beispiel 12 Schaden gemacht. Und ja, wenn ihr das jetzt mit 5 Mann zum Beispiel in der ersten Runde macht und wir jetzt einfach mal davon ausgehen, im Durchschnitt macht eine halt 10 Schaden, habt ihr dem Gegner 50 Schaden gemacht. Und das, wie oft kommt das halt vor, dass man vor allem in den Pistolenrunden, dass halt noch einer von den Gegnern überlebt, der hat irgendwie 30 HP. Es können meinetwegen auch zwei Leute sein, die noch 30 HP haben. Einer ist am Diffusen und ihr killt den dann halt mit den Decoy-Granaten. Kann das sein, dass der andere, wenn der keinen Kit hat, nicht mehr genug Zeit hat, die Bombe zu diffusen? Ja, das war der erste Tipp. Gehen wir weiter zum zweiten. Kommen wir nun zum zweiten Tipp. Und zwar könnt ihr die Decoy-Granate benutzen, um eure Steps zu verbergen. Ja, natürlich, wenn ihr die Decoy schießt, ja nur ab und zu oder knallt ja nur ab und zu. Aber ihr könnt halt die Decoy benutzen, um zum Beispiel um die Ecke zu pieken. Ihr schmeißt dann einfach hier irgendwo eine Decoy hin und wartet dann halt. Zack, die geht auf, könnt um die Ecke pieken. Und diesen einen Schritt, den ihr hier um die Ecke macht, der wird dann halt von der Decoy verdeckt. Zack, könnt ihr hier um die Ecke pieken, dann wartet ihr halt wieder, bis die hochgeht. Und dann zack, könnt ihr hier rüber pieken. Okay, ich stehe jetzt hier doof. Aber ihr könnt ja zum Beispiel hier um die Ecke stehen, dann könnt ihr hier rüber pieken. Und ja, das war mein zweiter Tipp. Gehen wir weiter zum nächsten. So, kommen wir nun zum nächsten Tipp. Und zwar könnt ihr mit den Decoys so ein bisschen die Bombe, sage ich jetzt mal, verstecken. Und zwar muss der Gegner schon ziemlich nah an den Bombenspot gehen, um überhaupt zu hören, ob die Bombe auf dem Spot drauf ist. Und okay, ich habe die jetzt hier einfach offen geplantet, aber es gibt so Maps, da kann man die so ein bisschen versteckt planten. Und wenn ihr dann halt so ein paar Decoy-Granaten habt, muss der Gegner schon ziemlich nah rankommen, weil wenn ihr hier um die Ecke kommt und ihr wisst halt nicht, auf welchem Bombenspot die Gegner geplantet haben, okay, die piept jetzt ein bisschen lauter, müssen die Gegner halt immer näher an Bombenspot rangehen, um zu erfahren, auf welchem Bombenspot halt geplantet ist. Und ja, das war mein nächster Tipp, gehen wir weiter zum nächsten. So, kommen wir nun zum vierten und auch letzten Tipp. Und den Tipp kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Man benutzt die Decoy-Granate als Flash-Granate oder wie sie von manchen auch genannt werden, die Harzer-Granate bzw. die Aldi-Granate. Aus dem einfachen Grund, da eine Flash-Granate, wie ihr hier sehen könnt, 200 kostet und 200 Dollar kostet und eine Ködergranate nur 50 Dollar. Und ja, wie es funktioniert, ganz einfach. Ihr wirft einfach die Ködergranate und der Gegner denkt halt, es wäre eine Flash-Granate. Ihr könnt um die Ecke pieken und die Gegner dann halt da wegholen, weil der Gegner sich, zumindest in den höheren Elos halt, versucht sich wegzudrehen, oder nicht mal in den höheren Elos, irgendwie ab Gold normalerweise versucht man immer, oh, da kommt eine Flash, schnell wegdrehen. Und der Gegner sieht halt in der kurzen Zeit nicht, vor allem wenn ihr irgendwie, ich kenne jetzt gerade keine Popflash hier, wenn ihr irgendwie so eine Popflash macht, dann dreht der Gegner sich um, ihr könnt um die Ecke pieken und könnt ihr dann wegholen. Ich denke mal, es ist klar, wie der Trick funktioniert oder was damit halt gemeint ist. Und das war's auch schon mit dem Video für den Decoy-Granaten. Als nächstes werde ich wahrscheinlich hier die HE-Granaten machen. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Videoformat gefällt oder ob ihr noch ein paar andere Ideen habt, was man mit den Decoy-Granaten machen kann. Dann würde ich das eventuell noch in einem anderen Video hinzufügen. Und ja, wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr von dieser Videoreihe haltet. Es gibt ja nicht so viele Granaten, mit denen ich das machen kann, aber ich habe mir halt vorgenommen, mal so ein paar Tipps bzw. ein paar andere Methoden zu zeigen, wie man Granaten benutzen kann. Ich denke mal, die aus den höheren Elos werden die ganzen Granatentricks kennen, die ich hier gerade gezeigt habe, also Anführungszeichen-Tricks. Aber ich denke mal, das mit diesem Steps verbergen, das werden wohl die wenigsten kennen. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, wenn ihr bis hier zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.